Hi, wir sind Matze und Jasmin von den Hauptstadtbeachern. Und wir wollen euch unsere Spieler für diese Saison vorstellen. Jetzt Max Benzin. Hi Max. Hallo, grüßt euch. Dürfen wir dich Betze nennen? Ja, wenn ihr euch unbeliebt machen wollt. Okay. Spaß. Max Betze nicht so gerne. Du hast jetzt die Chance, dir einen Spitznamen auszusuchen. Welcher darf es sein? Nee, das ist, ich mache immer noch Späße, weil das immer so überbewertet wird. Also die ganze Debatte ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig. Also können mich auch gerne Betze nennen, wenn Max jetzt nicht so auf der Hand liegt für euch. Wir bleiben bei Max, ist schon cool so. Ist gut so. Ist der Weihnachtsspeck schon weg? Sowas gibt es bei mir eh nicht. Also ich bin eher einer, der darauf achten muss, dass er halt immer ordentlich ist, damit er sein Gewicht hält. Oder halt auch den Muskelaufbau mit genug Essen unterstützen kann. So. Aber ich habe jetzt noch nie irgendwie Probleme gehabt, das Gewicht, also jetzt nicht zu viel zu wiegen. Vielleicht kommt das noch irgendwie in den nächsten Jahren, aber bisher nicht. Das ist ja auch eine fiese Frage. Weihnachtsspeck bei einem Veganer, also wirklich. Außerdem bist du ja gut im Training. Wir haben gesehen, du warst im Camp auf Fuerteventura und hast ganz viele schöne Bilder gepostet. Hast du wenigstens ein schlechtes Gewissen? Ich hätte eigentlich noch gerne viel mehr gepostet, aber das war dann, glaube ich, auch, wäre auch eine Zumutung gewesen. Und ich habe schon versucht zu reduzieren. Also habe ich jetzt nicht so ein großes, schlechtes Gewissen. Solltest du haben. Ja. Okay. Na gut. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Du bist Beachvolleyballer, aber auch ein echter Naturbursche. Lieber Strand oder lieber Wald? Boah. Schon Strand noch. Okay, aber du bist auch gerne im Wald. Wenn du im Wald bist und es wird dunkel, hast du dann Angst? Ja, ich glaube, man sollte da schon Angst haben. Wovor? Vor Max. Dein Lieblingsgerät im Fitnessstudio? Die Langhantel. Süß oder salzig? Süß. Lieber veganes Eis oder veganer Kuchen? Kuchen. Wenn du ein Gemüse wärst, welches wärst du? Kartoffel. Böse Zungen hätten gesagt Lauch. Ich hätte als gebürtiger Leipziger auf Leipziger allerlei getippt, aber gut. Zurzeit vielleicht Lauch, aber normalerweise was anderes. Kartoffel hat viel Stärke, nehmen wir, ist okay. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Wenn du auf der Tour nicht nur Spieler, sondern auch DJ wärst, welche Musik würde im Stadion laufen? Reggaeton. Würdest du dazu eher singen oder eher tanzen? Tanzen. Dann sing doch mal. Also erstens ist das meist Spanisch und zweitens habe ich jetzt nicht die allerbesten Stimmbänder, glaube ich. Dann tanz doch mal. Und sitzen. Ja. Es läuft ja nicht mal was. Wie soll man sich bewegen ohne Musik? Total okay. Letztes Jahr hast du die Beachliga gewonnen. Was ist dieses Jahr dein Ziel? Auf jeden Fall würde ich gerne mit Rudi in die Playoffs kommen. Ist, glaube ich, ein hochgestecktes Ziel. Höher als letztes Mal, weil auch noch ein paar hochkarätige Teams mehr mit dabei sind. Aber wenn es gut harmoniert mit uns beiden und sonst auch alles läuft, dann ist es, glaube ich, schon realistisch. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fit bist du dafür? 6. Das wird reichen. Max, du bist bekannt für deine Stretching-Einheiten nach dem Training und nach dem Spiel. Zeig uns dein Gesicht, wenn du nach dem Training auf der Black Roll liegst. Das Geräusch oder das Gesicht? Beides. Ah. Danke, Max. Beispiel.